Kanji, you're... Yeah, I know. I've known all this time I had something like you. Yeah. Endlich sieht es ein. It ain't a matter of guys or chicks. I'm just scared shitless of being rejected. Das ist ein coming out. I'm a total pansy who tries to make everyone hate me. Nicht jeder will dich hassen. Du bist nicht allein. Punkt, 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 Punkt. Come on, get up. Anyone who looks like me, I know they ain't so weak that they can't take a punch. Ja. Da wird er recht haben. I already know that you're me. Aber zieh dir bitte was anderes an, das Handtuch alleine. Ja. You're me. I'm you, damn it. Genau so ist es. Ihr seid eine einzelne Person. Geile Persona. Ich weiß schon, wer bald im Team ist. Takemi Kasuchi. Okay. Shit. Ja. Kanji-kun! Let's get him out of here! Ja, let's get the fuck out of here! Was für ein Erlebnis! Wie ist nämlich dieses Dampfbad los? Kanji-kun, are you okay? It's nothing. Ja, nichts. Es ist nichts. Oh. I feel great. It's like my mind's all cleared up. Schön, das zu hören. Dass es dir wieder gut geht. Super. Hey, about what just happened. Ja, was da gerade passiert ist. Wir erzählen dir später darüber. Das dauert jetzt zu lang. Yeah, you better. Na, das macht dir besser. We'll explain everything later. You need to take a rest now. Ach ja, muss ich jetzt auch erst erholen. We'll be waiting for you at school. Ach man. Ich würde mir das gerne ins Team nehmen. Sure, if I ever feel like going. Ja, wenn dann nur hingehen würde zur Schule. I'll take this guy home. Und du hast gebeten nach Hause. Ooh. Läuft da was? Wer weiß, ob da nicht was läuft. Und wir haben es geschafft, Kanji zu retten. Nun warten wir, bis er sich erholt hat. Wird uns dies einen Schritt näher bringen, den Fall lösen zu können? Wir wissen es nicht. Nein, keiner weiß das. Niemand außer dir. Yay, Essen. Irgend so ein Fertiggericht vom Asia-Shop. Oh, I forgot to... Remember that Kanji Tatsumi guy I told you about? You know, the one who went nuts on that news special. Ja, wir hören uns die Nachrichten. His family's shop called in to report him missing. But now he's been found. Ja, ich habe gehört, dass er gefunden wurde. Ich war dabei. I thought I'd let you know since you go to the same high school. Ich war dabei. Hi. Ich hätte es aber doch gar nicht gewusst, Ujima. Well, I doubt there would have been too much fuss about a guy like him disappearing. Normal verschwinden solche Typen eigentlich eher selten. One other thing. Aber mal was anderes. Some people have seen you around that textile shop lately, I hear. It's not the kind of shop students normally visit. Was ist so falsch daran, in so einen Laden für Stoff oder so zu gehen? Kind of business, Shoppen. Shopping? At that place? Ja, ja, genau da. Ja, ja, ja. Ganz genau. Genau da. Fine. Just don't get yourself in over your head, ich glaub, okay? Tsushima glaubt uns das nicht so ganz. Könnte das sein, dass er sich da etwas verarscht vorkommt? Are you fighting again? Nanako, woher weißt du das immer? Das irritiert mich. Woher weiß die Kleine das immer? Yay, Sonntag. Sonne habe ich hier gerade draußen nicht so wirklich. Sehr bewölkt. Also hier in der realen Welt.
Nicht in dieser coolen Schule. Du tratschst da wieder? Nur Jobposting auf dem schwarzen Brett. Ah ja. Aha, Knowledge nötig. Aha. Understanding, was denn jetzt? Wahrscheinlich beides. Das sollten wir uns mal angucken. Was du so auf dem schwarzen Brett zu finden ist an Jobs. Da könnte ich mal einen Teilzeitjob annehmen. Yay! Vielleicht Origami falten. Das gibt's ja so viel, ich weiß. Der Typ mit der Brille läuft auch immer da lang. Oh. Ja, oh. Wir sollen sie nach Hause begleiten? Natürlich, gerne. Wir sagten da schon nein. Bei einer so hübschen. Aber ich dachte mir ja eigentlich mal in die Stadt zu gehen und danach Yukiko nach Hause zu bringen. Ich will das schwarze Brett angucken. Ich will einen Nebenjob vom schwarzen Brett. Into town. Danach gehen wir direkt zur Schule zurück. Ich hoffe, das geht noch. Das müsste eigentlich dann beim Shopping District sein, ne? Dieses schwarze Brett. Bei irgendeinem dieser Shops habe ich das doch gesehen. Der Velvet Room. Bald. Bookstore, ganz neue Bücher. Ultimate Teacher Series. Kaufen wir ein Exemplar, klar. Daraus können wir wieder etwas lernen. Was, Forever Macho? Uah. Aber eben. Gucken wir mal nach neuen Waffen. Waffen. Was hast du Neues im Angebot? Noch immer nichts für Gendo. Mann. Das lohnt sich nicht. Das ist ja die gleiche Waffe. Und für Ski? Plattform Sneaks, ne, die haben wir ja schon. Info? Das macht's ja nur schwächer. Vergiss es. Am besten wir schauen mal an einem regnerischen Tag vorbei. Denn laut so ein paar Quellen im Internet heißt es, man da bessere Ware bekommen kann. Eine Vending Machine. Ein Drink für 120 Yen. Orange Smash, bitte. Ich liebe Orangenzeug. Aber wo war das schwarze Brett? Wo war das schwarze Brettchen? Nichts Interessantes hast du zu sagen. Several Jobs Openings. Na, wir können hier Knowledge, Diligence, Understanding, Expression oder Courage verstärken. Ja, klar, okay. Was wollen wir denn mal gucken? Origami Crane Folder. Oh, das ist anfangs mit 0 Yen besteuert. Super. Das nehme ich mal. Ach, Diligence ist nicht hoch genug. Umschlagentwickler? Nee, was jetzt noch? Daycare Caretaker? Bei Tutor? 10.000 Yen am Tag? Hohes Verständnis benötigt. Haben wir das? Nee. Was haben wir mit dem Origami? Was braucht man da? Diligence. Na gut. Leave the Shopping District.
Ich will doch mal zur Schule, wenn das geht. Geht. Sehr gut. Da bist du ja, Yukiko. Hast du noch was Interessantes? Score on the test. Naja. Wir könnten uns näher kommen. Ja. Ja. Happy. Got lucky. Und verbringen wir mal Zeit mit Yukiko. Vor dem Buchladen. Vor dem Buchladen. Ja. Du musst über Arbeitsstellen hat sie es gekauft. Das war das letzte. Ihr Lehrer hat es ihr empfohlen. Ja. Wirst du deinen davon aussuchen? Okay, sie ist etwas peinlich berührt dadurch, warum auch immer. Das andere. Ich wollte ihn. Ja, nee, Moment. Da hat er mies halt schon. Ja, die andere ist, ich will das Hotel nicht übernehmen oder erben. Sie also auch nicht. Weil es soll ihr eigenes selbst ich ist. Das andere eigene ich, ja. Bisschen ehrlicher zu sich selbst, dann ist immer gut. Und sie weigert sich, es zu erben. Und nach dem Abschluss die Stadt verlassen. Och. Ich komme mit. Und warum ist jetzt ihr Auge so rot aufgefunkelt? Und ein Lächeln auf dem Gesicht ist auch immer schön. Man braucht eine Arbeitserlaubnis. Interior Decorator. Ach, Tine Wittler nachmachen. Was genau machst du denn da? Someone who picks out furniture and decorations for a room to make it beautiful. Also Tine Wittler. Ah. Die Arbeitslaubnis kostet auch wieder Geld. Ja, ein Teilzeitjob. Da ist dieses Brett. Musst du mal gucken. Check es aus. Rank up. Er ist auf dem zweiten, das ist schwach. Ja, kein Problem, ich habe dir gern Gesellschaft geleistet. Und es freut mich natürlich, wenn es dir besser geht. I'll see you later. Yeah, see you. Ab nach Hause. Und? Welcome home! Yeah. Eine Lieferung? Oh, die Schuhe? Die Schuhe. Und das Slimming Food. Und ein Sticker! Yeah! Ich liebe Sticker. Was sagen denn die Schuhe? Sind die überhaupt stark? Boah, nicht übel! Nicht übel. Die Ironie. Das sind die, die wir anhaben und die, die wir hier bekommen haben oder gekauft, sind zwar von der Hitrate höher, aber im Angriff schlechter. Wir haben also wieder Geld verschwendet. Ja. Hunger. Nichts. So. Dann lesen wir noch ein bisschen in unserer neuen Bibel des Lernens. Lesen. Ja, wir lesen ein Buch. Natürlich ordentlich lesen.
Das kennen wir schon alles, ja. Mut gestiegen. Und wir haben A Great Man abgeschlossen. Toll. Dann können wir am Donnerstag gleich mit dem nächsten beginnen. Das ist immer wieder schön zu sehen. Der schon wieder! Brillentyp. Oh. Ach, und heute schon wieder? Nach Hause begleiten? Von mir aus? Oh, Shiel. Hey. Yo! Yo! Ich lieb dich, Mädel. Du bist toll. Free Time mit... Ach, Mann! Mit welcher denn nun? Seit wann ist der so beliebt?